was ist denn? Da wird in die andere Richtung reingequatscht. Come on! Hallo, jetzt quatscht ihr mir zum zweiten Mal in die Anmoderation rein. Aber Nino, wenn die Kamera jetzt schon läuft, wir konnten uns alle gar nicht mehr umziehen. Jetzt alles so dumm schon wieder. Jetzt weiß doch vielleicht jeder, wer hinter Captain America steht. Amerika! Ja. Ich darf heute übrigens nicht in die Kamera gucken, wurde mir gesagt gerade eben noch. Weil ich an meinem Spider-Man-Suit... Was heißt denn hier Muskel? Das ist alles echt. Das ist alles Muskel. Da ist ein Hauch von nichts trage drüber, drunter. Ja. Nein, aber ich kann hier ran nicht mein Mikro vernünftig befestigen. Mich hat dieser Wicht von Medienproduzent gesagt, dass Kapitän Amerika, ich darf mich nicht bewegen und ich darf nicht atmen, weil hier alles raschelt. Ja, das geht alles nicht. Und wenn ich mich jetzt zur Kamera drehen würde, versteht man mich nicht mehr. Also ich darf mich zur Kamera drehen, darf aber nicht sprechen dabei. Deswegen gab es ja die Anmoderation in Richtung Michi. Wer ist bescheuert. Dieser Michi? Boah, ey, das ist die Maske nervt. Ich finde es aber sehr konsequent, dass du direkt die... Ich muss ja hier lang reden. Ich habe ja die Maske noch nicht an. Kannst du ja zum Schluss anziehen. Ich Schluss nachher, an. Ich habe hier auch so eine. In Schwabing Obdachlose verprügeln. Was ist eigentlich los? Halloween. Ist heute schon Halloween? Nee, diese Woche. Aber diese Woche. Genau, 31. ist Samstag. Freitag. Und deshalb war Disney so unglaublich aufmerksam und hat uns einfach Superheldenkostüme geschickt. Yeah. Was wir super cool finden. Das passt ja auch sehr gut, denn wir haben ja morgen unser großes Community 200.000 Abo Special Event. Ah, oh, das wird super. Im High Five Studio mit Kostümen, mit gegenseitig anfassen, mit Fotos machen. Wait a second. Und Studiotour und alles. Genau. Super. Das heißt, wir haben dann schon mal unsere Kostüme. Ich habe übrigens nichts drunter. Ich ziehe morgen was anderes an. Gut. Wollte ich nur sagen. Und zieh das nie wieder aus. Ja. Damn. Und um das noch ganz kurz abzuschließen, Disney hat nicht nur uns was geschickt, sie haben auch euch was geschickt. Das ist so geil. Und zwar das brandneue Disney Infinity 2.0. Und zwar, das ist ja jetzt mit Superhelden. Richtig. Also passend zu unseren Kostümen. Ja, und am coolsten ist der Groot, nämlich da vorne. Wer? Ja? Der Groot. Ja, wen gibt's denn hier noch alles? Also hier sind ja schon einige dabei. Also Thor ist dabei, Iron Man ist dabei, Black Widow ist dabei, Drax ist hier. Ich finde von allen sieht er gut am besten aus. Also Rocket Raccoon. Genau, der Raccoon. Also es sind die Avengers und die Guardians. Es sind die Avengers und die Guardians. Danke, Michi. nur dich sehe ich hier nirgends, Michi. Ja, irgendwie. Aber du bist auf der Verpackung. Wie? Und ich bin da gar nicht drin. Du bist auf der Verpackung. Warte mal, aber innen drin? Hier ist ein Häkchen. Nee. Ja, da muss ich wohl mitkommen. Dich kann man sehen. Also, es gibt. Wir verschicken Michi und das ganze Set. Michi gehört dazu. Genau. Also, gibt es einmal zu gewinnen für die Xbox 360 mit den ganzen Figürchen, allem Drum und Dran, damit ihr auch was zum Zocken habt an Halloween. Schreibt uns einfach eine Nachricht auf facebook.com/highfivetv. Im besten Fall. Mit Adresse. Mit eurer Adresse. Und dann wird der Zufall entscheiden. Geil ist, du bist der Rest der Woche halt kaputt, weil du die ganze Zeit hier voll den Halt durch. Ich geht schon mein Nacken unglaublich weh. Ja. Oh, First World Superheroes Programs. Ja. Was passiert diese Woche hier noch? Hier passiert, stimmt, wir kommen zur Wochenvorschau. Morgen die besten Buchstaben mit F. Ja. Ja, ist S gesagt. Schon dran? A, B, C, D, ne, E. Wir überspringen einfach E. Ach, scheiß auf E, wir machen einfach mit F. Nein, wir fangen mit E. Fangen wir an. Genau, E. Und danach? Genau, Mittwoch? Also die besten Spiele mit E. Und vielleicht kann man hier schon mal dazu sagen, dass wir im Moment überlegen, an AAA noch so eine Art Community-Action anzuschließen. Weil es ist ja nun mal so, es wird extrem viel diskutiert unter den AAA-Videos. Natürlich, es ist ja auch schier unmöglich, sich für drei Spiele mit dem jeweiligen Buchstaben zu entscheiden. Zumindest bei den meisten Buchstaben. Bei X war es ein bisschen einfacher oder bei Y, glaube ich, auch. So. Deswegen wird da jetzt extrem diskutiert. Bei D zum Beispiel, Dragon Age, wurde da ganz heiß gehandelt und mehrfach Dark Souls erwähnt. Auch. Dark Souls. Deswegen sind wir gerade am Überlegen, ob es vielleicht im Anschluss an die letzte AAA-Folge dann so eine Art Community-Abstimmung noch geben wird. Also, dass die Community ihre besten Spiele von A bis Z kürt. Also, das überlegen wir gerade. Lasst euch da mal überraschen. Ist der Gag immer noch witzig? Ja? Das ist gut. Super. Also, viermal geht er noch. Viermal geht er noch. aber am Dienstag, also morgen, gibt es dann erst einen Buchstabe E. Genau. Was sind da dabei? Dürfen wir das schon verraten? Nee, der fragt mal gar nichts. Gut. Und am Mittwoch, Ninotaku mit
Ja, es sind so viele Themen immer, ich weiß immer alles gar nicht mehr. Vor allem, manchmal produzierst du ja auch noch vor. Ja, es gibt auf jeden Fall Gaming-Themen, sind diesmal mit dabei. Oh, das weiß ich sogar wahrscheinlich eins. Echt was? Sword Art Online? War letzte Woche. Lost Song meinst du oder was, das neue? Ja, das habe ich aber echt, okay. Gibt es da schon wieder News dazu? Ich hatte irgendwie gestern was gelesen. Hast du gesehen bei Ninotaku wahrscheinlich. Ein beeindruckendes Anime-Format. Nee, es war bei Kotaku tatsächlich. Nicht so. Ninotaku, sondern Kotaku. Okay. Die haben dich ja fett nachgemacht, ey. Wir nehmen dich jetzt als Quelle. Oh nee, Witz, das wäre super. Das wäre endgeil. Also viel Anime, Manga, J-Games-Kram. Mittwoch am Donnerstag, Fab Five-Tag. Richtig, da gibt es einen Horror-Fab Five vom Horror-Specialist Florian Heider. Yes. Und am Freitag? The News. Gibt's die News. Aber keine Horror-News. Vielleicht nicht. Ich weiß nicht, was alles so passiert. Vielleicht passiert was. Florian Heider hat übrigens auch ein tolles Kostüm bekommen. Ja. Thor. Oder wie der Amerikaner sagt, Thor. Der ist aber heute nicht da, weil er natürlich die Pilotfilme von seinen beiden neuen Formaten dreht. Ja. Zum einen das lustige Männer- und Frauen-Quiz Heidi Heider. Ja. Mit Florian Heider. Und die Serie, in der Florian mit seinem sprechenden Auto zusammen Verbrechen löst, Night Heider. Beides demnächst auf diesem Kanal. Hast du den jetzt ausgedacht? Oder? Ja, vielleicht. Den hat den möglicherweise auch so. Die waren beide zurechtgelegt. Ja. Mein lieber Mann. Ich super. Die, ich Night Heider ist aber spitzenklasse. Night Heider wird super. Ja, vor allem, das gäbe es noch, man könnte das so viel machen. Night Heider. Ja. Ja. Heidi Heida ist aber auch kein... Aus Budgetgründen hat er aber kein sprechendes Auto, sondern nur ein sprechendes Fahrradtachometer, aber das macht gar nichts. Night Heider ist super. Fahrradtachometer. Ja. Ja. Da kommt noch was, da fällt uns bestimmt noch mehr ein. Ja. Ja. Kommen wir zu den Fragen. Super. Ich habe jetzt gerade verzweifelt versucht, irgendwas aus Heider, das Mädchen aus den Alpen, zu machen. Ja, aber Heidi... Heider. Ja, aber Heidi bietet sich ja eh schon an. Ja. Ja. Hi. Super. So, die Fragen. Ich glaube, ich muss meinen Kopf wieder ein bisschen weiter zu Maxi drehen. Bist du jetzt eigentlich Spider-Girl, Spider-Woman? Spider-Woman, Mann. Ach, ich bin's. Oh, okay. Ja, und dein Kostüm löst sich ja übrigens schon auf. Vorsicht. Ja, hier, schau mal. Das ist, weil ich so dünne zu Ärmchen habe. Ja. Ich bin nämlich eigentlich Spider-Wurst. Ja. Und das löst und sich. Und ich schwitze jetzt schon. Also schnell durch mit den Fragen. Steven Bech schreibt, meine erste Frage für Come On. Ach nee, meine erste Frage, weil da kommt jetzt so ein erstens Klammer. Ach so. Also meine erste Frage, aber die anderen Fragen haben es wohl nicht in die Show geschafft. Richtig. Bei der Girl vielleicht machen wir irgendwann mal eine Folge zu Fragen, die es nicht in die Show geschafft haben. Und zwar alle. Ja. Fragen, die es nicht in die Show geschafft haben. 79 Stunden live. Ja. Stellt euch vor, ihr seid ein Alien, das sich nur von Asphalt ernährt. Gefällt mir jetzt schon. Welche Autobahn würdet ihr am liebsten essen, weil ihr sie hasst? Das ist ja brillant. Ah. Könnt ihr euch schreiben, welche Autobahn würdet ihr am liebsten wegsprengen, weil sie hasst? Aber diese Hinleitung, ihr werdet ein Alien, das sich nur von Asphalt ernährt. Ich stehe in letzter Zeit relativ häufig im Stau auf der A8, aber wenn ich die wegesse, dann ist die ja weg. Dann muss ich über die Dörfer fahren, A8, ist auch scheiße. München Richtung Salzburg. Salzburg in Ingolstadt, München. Stuttgart, Ingolstadt. So diese Richtung. So. Stuggi, Buggi, Bernstorff, ja, das alles. Wahrscheinlich war da schon irgendeins von diesen Aliens, weil da ist nämlich über weite Strecken nur noch eine Spur, die so auf zwei Spuren, hey, das sind zwei Spuren, das ist nur einer, wir haben so mit Gelb so scheiße das drauf gemalt. Du fährst halt eigentlich stundenlang in Todesangst, dass du das gleich einen Spiegel verlierst, weil Lastwagen, Auto, nicht so cool. Bin grundsätzlich gar kein Autobahn-Fan. Ich mag Autobahnen nicht. Um es mit einem alten Talkshow-Zitat zu sagen, Autobahn geht gar nicht. Ja. Autobahn geht gar nicht. Wir hatten das, was ist das für ein Zitat? Wer war das? Das ist doch immer, wenn man dann so über so Rechte sowas sagt, dann kommt doch immer, aber wenigstens hat der Hitler die Autobahn gebaut. Ach so, und dann kannst du sagen, aber Autobahn geht gar nicht. Autobahn geht gar nicht, super. Nee, ich bin großer Landstraßen-Fan. Mhm. Also ich bin halt auch kein Raser so. Ich fahre eher gemütlich und höre dann Hörspiele. Und fahr auch mal rechts ran und kauf viele Beefy. So. Lecker. Eine beeindruckende Wurst. Also unter dir sterben keine Autobahnen, oder was? Nö. Nee, warte mal. Nee, aber wenn dann du keine magst, essen. Dann kannst du alle essen. Dann bist du der am vollgefressenste. Ja, ich esse dann die ganzen Autobahnen alle weg. Alle weg? Und sag, friss das, Hitler. Wer hat dann eigentlich die Landstraßen gebaut? Boah, der muss ja noch schlimmer gewesen sein. Ich fahre nicht so oft Auto, deswegen kann ich nicht sagen, welche ich hasse. Weil ich nicht mag. Ist ja überall Stau, oder? Ich bin vor kurzem von Rostock nach München mit dem Auto gefahren.
Aber da ist er also immer mal wieder überall. Immer Baustelle, Stau, dann ist wieder ein Unfall. Ja, stimmt, Unfall. Und jedes Mal Geisterfahrer. Geisterfahrer. Wo ich mir denke, wie schaffen die das? Ah, es geht schnell. Und dann okay, echt schnell. Dann glaube ich, ich glaube auch so an manchen, wenn ich mich da nicht gerade großartig auskenne in dem Gebiet und dann möchte ich halt auf die Autobahn, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da so ein paar nicht aufmerksame Menschen da schnell reintrudeln. Aber wie oft das passiert, ja, das soll ich da passiert andauernd mega. Also du sollst jetzt irgendwie für sau viel Kohle so ein Geisterfahrer-Frühwarnsystem soll jetzt überall installiert werden. So, die werden halt direkt dann weggenukt oder so. Keine Ahnung. Also, mit so einem Laser. Und weg. Ja, einfach auffälligere Schilder oder irgendwie so Lichter, die grün oder rot sind, in den Straßen, Autobahnen zu integrieren. Weil das Ampel. Nee, ja, nicht Ampel, Gute sondern Nacht. Am Boden so, oh. Am Boden so halt so ein Pfeil rein, damit du weißt, aha, diesen grünen Pfeil folge ich jetzt auf dem Asphalt. Ja. Was ist denn eigentlich mit den anderen Fragen von Steven Buschbach? Becht passiert? Die waren scheiße. Ach so. Die erste war super. Sorry, war die erste so viel bei der hat er sich so verausgabt. Ja. Danach kam nur noch zusammenhangsloser Stuss. Zweitens. Nein, das war eigentlich, die waren die bestimmt nicht scheiße, aber ich wollte aus Fairness halber wollte ich halt andere Fragen auch dran nehmen. Ja, toll. Was ich noch sagen wollte, weil auf den Autobahnen, da siehst du ja, wenn es regnet, teilweise diese ganzen Streifen gar nicht mehr. Das finde ich so gefährlich. Weiß ich nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber es gibt so manche, das sind so alte. Naja, aber Dinge. Was willst du denn dagegen tun? Ja, auch so Lichter, komplett Lichter installieren. Ach so, das kostet ja bestimmt gar nichts. Ja, das macht ja nichts. Weißt du, aber was schön sieht's aus, Nino. Jetzt komm halt mal. Ja, für und Sicherheit, wenn wir hier, first kids. Wenn wir hier so Flughäfen en masse bauen, die keiner braucht, dann können wir auch die Autobahn voller Lichter versorgen. Die dann nicht mal fertig bauen, sondern anfangen und dann... Ja. Gut. Irgendwie kriegen wir das Geld schon zusammen. Ja. Gerd Merkel. Sauber. Machen wir. Okay, nächste. Gut. Frage 2. Nächste. Ready Annie. Ist das richtig? Ich denke mal, ja. Cooler Name. Ready Annie. Es schreibt uns, ich habe eine sehr wichtige Frage. Wahrscheinlich die wichtigste Frage, die es jemals gab bei Come On. Da muss ich meine Heldenmaske für aufsetzen. Und das Geile ist, ich weiß wirklich noch nicht, was da steht. Du weißt es. Ich weiß es schon. Ich habe es genommen, als ganz viele Likes gekriegt. Sag einfach, wenn du soweit bist. Moment, sehe ich jetzt bereit aus? Oder sieht das irgendwie ganz schön deramisch aus? Könntest du sogar mal die Spider-Man-Maske anziehen? Ich will nicht. Ich mag sowas nicht. Wenn das alles so voll ist. Ich kann auch nicht atmen und ich habe das dann immer im Mund und Boah. Ich will mal sehen, wie es aussieht. Ja, wie sieht die wohl aus? Ich will wissen, ob die geil aussieht. Weil ja, bestimmt sie nicht, weil die bestimmt. Jetzt zieh auch mal an mich. Oh, ja, stressig. Aber das ist auch hier so. Der Klett Deine Frisur macht, ist eh der schon Klett ist innen am Klett. Nee, die Frisur sitzt super. Ja. Oh, ja, schau mal. Ja, hallo. Sieht aus wie Spider-Man. Ah, du Brüderle. Die Brüderle. Ja. Doch Spider-Man und Spider-Woman sind doch keine Geschwister. Ja, für jetzt für mich schon. So, Michi, bist du jetzt dann endlich mal bereit? Boah, könntest du jetzt mal noch bitte die Captain America Maske drüber ziehen, damit du Captain Spider-Man bist? Captain Eigentlich müsste Atemnot. Da ja ein M draufstehen, Captain America. Captain Atemnot. Captain Atemnot. Ja. Und dann fiel er bewusstlos von der Couch. Bitte nicht bewegen. Ah, nicht bewegen. Boah, das sieht aber mega cool aus. Findest du? Ja. Sieht mega cool aus. So, Michi, bist du jetzt bereit für die Frage? Gut. Also, die wichtigste Frage, die jemals bei Morgen gestellt wurde. Wenn ihr ein Einhorn hättet, erstens, welche Farbe hätte es? Was ist das denn? Lies weiter. Zweitens, wie würde der Furz eures Einhorns riechen? Und drittens, wie würde es heißen? Gut, also ich muss sagen, das ist wirklich die wichtigste Frage aller Zeiten. Michi, willst du anfangen? Also mein Einhorn wäre Gold. Gold? Gülden. Es würde, die Fürze würden nach... Spaghetti Bolognese riechen und es der Name dieses güldenen, nach Spaghetti Bolognese Furz riechenden Tiers wäre Ulf. Der Ulf. Okay. Ja, Ulf. Ziemlich schlecht. Ja. Spaghetti furzende Ulf ja, in was, Gold. Was, ja, was sagst du? Mein Pony sag ich schon, Einhorn wäre weiß. Hätte einen rosa-lilanen Stern an der Hüfte tätowiert. Danach wurde mich gefragt. Psst. Ja. Er hat lilane Haare. Der Pony ist aber hellblau und der Schweif hat so einen Ombre-Effekt von Ein lila Ombre-Effekt. Zu blau. Ombre-Effekt. Genau. Name Ombre. Ist Käsekuchen. Gut. Und die Pfürze riechen nach frisch gemähtem Gras. Toll. Ja.
Du hast natürlich auch den Riesenvorteil, du hattest jetzt auch 3 Stunden Zeit vor der Show, dir Gedanken darüber zu machen. Ich schwöre dir auf alles, dass ich nicht. Deswegen war deine Bürotür zu die ganze Zeit. Sorry, Jungs, ich kann jetzt echt nicht. Ja, das glaubt mir jetzt eh kein Schwein. Alles, ja. Meeting, ihr spinnt wohl. Ja, Michi? Ihr habt euch so verändert, seitdem ihr die Kostüme anhabt. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde das ein sehr farbenfrohes Tier, also so schwarz-weiß vielleicht. Ja. Und die Fürze würden so stinken, ach, wie das jetzt riecht, wenn man diese Maske aufhat. Schönen Dank. Ja. Und das Einhorn heißt natürlich Ferdinand. Natürlich. Ja. Hast du gerade Ferdinand gesagt? Ferdinand, ja, natürlich. Spitze, deine Maske. Danke. Super Frage. Nächste kommt von Super Salami Brot TV. Ah, oh, ich habe echt Hunger. Und man erkennt das auf diesem Ausdruck nicht so gut, aber was hat er denn im Gesicht? Ist das Kot? Nein. Ich glaube, es ist eine Maske. Also Männer können ja auch mal auf ihr Äußeres achten, wenn sie Bock haben. Das ist so eine Schlammmaske, ja, oder was? Oder totes Meer. Totes Meermaske, die ist auch so bräunlich. Und die trocknet dann ein und dann kannst du so... Sag mal, was sind denn das für Fragen heute? War das bewusst so Halloween-mäßig? Wir machen heute Blödsinn? Ich fand die toll. Was ist das denn für eine Frage? Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Ich möchte ein bisschen bitte gelobt werden für meine journalistische Arbeit. Was ist das? Ich verstehe es, ist das ein Insider? Nee. Mayonnaise. Ich weiß es, ich fand die Frage cool. Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Ja, Mayonnaise. Ja, weiter, nächste Frage. Ja, Mayonnaise. Ja. Mayonnaise. Ich check's nicht. Ich check's auch nicht. Mayonnaise. Was? Nächste Frage. Du weißt, um was es geht. Ihr verarscht mich gerade beide. Ich weiß es wirklich nicht. Michi, was? Ist das irgendwie, muss man das begreifen? Jetzt sei doch mal ernsthaft. Ist es ein GameTube-Ding? Ist es ein GameTube-Ding? Ja, das ist ein GameTube-Ding. Michi ist ja auch der GameTube-Anführer. Der Anführer von GameTube. Also ich dachte mir, Mayonnaise kannst du schon Musik machen, wenn du halt das irgendwie auf... Allein dieses... Ja. Du musst halt nur... Aber ich glaube, das geht in eine andere Richtung. Glaube ich auch. Also entweder, ihr macht euch gerade so lächerlich. Machen wir echt? Ich kapier's halt nicht. Ich hab doch keine Ahnung. Also entweder das ist ein total, so ein total hipper Internet-Meme, der nicht bei mir angekommen ist. Ja. Ich bin ja jetzt erst bei diesem, wie heißt dieser Tanz? Gangnam-Style. Da bin ich jetzt erst. Ich Gangnam-Style. Bin erst bei Macarena. Das war ein geiler Song. Braucht einmal ein bisschen länger. Ich darf nicht die Macarena machen, sonst knistert's. Und dann krieg ich wieder gehauen. Der Macarena-Song. Also entweder das ist der total geile neue Meme-Shit. Und wir haben ihn nicht kapiert. Oder es ist sinnloser Quatsch. Ich glaube, es ist Quatsch. Denke ich. Die Frage ist auf jeden Fall top. Ich kenne die Memes eigentlich sonst. Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Hm? Ja, ich bin jetzt... So. Hey, denk doch mal weiter. Ja, nee, ich mache jetzt einfach mit der nächsten Frage weiter von Stefan Bolze. Oder muss ich dazu noch irgendwas sagen? Nee, ich glaube, wir haben alles gesagt. Gut. 2 Fragen für Come On. Die haben es beide in die Show geschafft. Welche Fähigkeiten aus einem Videospiel würdet ihr gerne besitzen in der realen Welt? Im Sinne von zum Beispiel Vigors für die Beherrschung. Ach so, genau. Bioshock Infinite oder die Fähigkeit, die Zeit zu verändern aus Quantum Break. Also generell einfach eine Fähigkeit. Ja, genau, also generell eine Fähigkeit aus Videospielen. Ich hätte gerne das aus dem Swapper, dass ich mich so swappen kann. Also dass es mich mehrmals gibt. Okay. Und ich hätte so gerne dieses Zeitzurückspul-Ding, das es in jedem zweiten Videospiel ja inzwischen gibt. Bei welchem Prince of Persia war das? Sense of Time? Sense of Time. Ja. Oder ein Forza? Das fände ich zum Beispiel super, weil man könnte toll Grenzen austesten. Klappt der Spruch? Zündet es? Oder kriege ich eine Klatsche? Wie war denn das bei Prince of Persia? Das ist, also auch wenn du drauf gehst, kannst du noch zurückspulen. Ja. Und das wäre dann bei deiner Fähigkeit auch so, dass es dann automatisch passiert. Ja, und dann müsstest du dann noch dran denken, so... zurückspulen. Und wenn du das nicht mehr schnell genug schaffst, dann kannst du nicht zurückspulen. Ja. Das kommt auch drauf an, wie ist das? Ja, ich würde es nicht übertreiben, glaube ich. Aber so gewisse Sachen... Also so Grenzen austesten, aber es nicht übertreiben. Vor allem, so. Du kannst auch wirklich, wenn du auf jemanden total sauer bist, aber es vielleicht nicht gerade angebracht ist, so richtig schön fett reinschimpfen und dann wieder zurück und du bist so voll glücklich. Ja. Nein, aber einfach so Sachen, es gibt auch so viele Situationen, wo man sich denkt, boah, würde ich jetzt gerne diesen Big Mac an die Wand werfen. Einfach so. Damit der Salat in alle Richtungen fliegt. Sowas, irgendwie. Also Quatsch halt. Starke Gefühle oder gegen McDonalds-Burger. Nein, also weißt du, mir fiel jetzt gerade nichts Dümmeres ein. Oder wie gern würde ich jetzt, weiß auch nicht, irgendwas. So, dem Typ jetzt irgendwie so einen feuchten Flutschi geben. Oder irgendwas, im Aufzug. Da muss ich wieder an diese Leute, die wir im Aufzug getroffen haben mit den Anzügen, Augen auf bei der Berufswahl. Das war so geil. Das war so unglaublich gut. Die haben uns so krass gehasst. Ich glaube auch. Die hatten den ganzen Tag Meetings irgendwie und waren völlig entnervt und haben offensichtlich einen Meetingraum gesucht. Und Max und ich mega gut gelaunt, mega gut.
irgendwie beide mit, also sie hatte eine Tüte Haribo, ich hatte einen dicken Milchshake in der Hand, irgendwas war, alles war mega cool und nichts zu tun und wir machen uns jetzt locker auf der Couch und die zwei waren halt mega krass genervt und dann war, keine Ahnung, ich weiß nicht, was mich dann dazu veranlasst zu sagen. Aber ich habe dann nur zu dem einen gesagt, ja, Augen auf bei der Berufswahl. Und dann sind wir rausgegangen. Und dann sind wir einfach rausgegangen und der Typ ist vor Wut fast explodiert. Das war so geil. Ah, cool. Ich weiß aber nicht mehr, was er gesagt hat. Burn! Ich weiß es nicht. Und sowas einfach mal öfter machen. Ja. Aber wäre das nicht eine Wahnsinns-Lebensphilosophie, dass man so leben sollte, als hätte man das und es einem dann auch vollkommen egal ist? Ich glaube, du wirst es sehr einfach machen, auch weil generell einfach drauf scheißen, was die anderen so denken und einfach ein bisschen machen, wonach dir Lust. Das kann sehr witzig sein, aber halt nur für, wahrscheinlich für 3 Minuten. Was zum Beispiel auch so ein Ding ist, was ich mega gerne mache, wenn vor mir Polizei fährt, wir fahren auf eine rote Ampel zu, man wird langsamer, fährt irgendwie 5 km/h, 4, 3, direkt vor mir ist Polizei, ich denke mir so, wie gern würde ich jetzt einfach nur so mit 2 km/h so, tock, so hinten drauf. Nicht, dass irgendwas Schlimmes passiert, also dass um Gottes Willen, dass jemand verletzt. Einfach nur so dieses Huch, Pumpf, wie gern ich das machen würde. Immer, jedes Mal denke ich mir das. Ja. Nur um dann die Reaktion zu merken, dieses, sag mal, ist der denn völlig wahnsinnig, der knallt uns, der Polizei. Wäre super. Dein Name ist auf der Fahndungsliste gerade eben diverse 100 Stellen nach oben gesprungen. Ja, nein, ich mag unseren Freund und Helfer natürlich und respektiere deren Arbeit. Dann würde ich hier hinten drauf fahren. Ja, ja, das ist eine coole Fähigkeit. Ich glaube, die einzige, die ich noch nutzen würde, wäre alles mit mir rumschleppen, was ich kann. Ja. Eine ewig große Tasche, wo alle Items reinpassen. Ja. Und dann vermüllt da drin alles. Beste eure Lieblings-Item in imaginärer Tasche-Szene? Monkey Island, wo er den Hund da reinpasst. Jawohl! Ja. Sauber, Michi. Krass. Krass. Genau, das wollte ich jetzt auch sagen. Benutze Hund mit. Mit was benutzt man den denn dann eigentlich? Das ist doch ein Monkey Island 2 ja? dabei. Bei, dem, bei der bei Villa. Bei der Geburtstagsfeier von der, genau, von der Elaine. Weiß ich gar nicht. Oh, ist das gut, ey. Ja. Wie lange das gedauert hat, bis ich da damals drauf kam? So wie kriege ich diesen Hund die Spiele, da in einem Hund? Ja. Wahnsinnig gut. Bei mir waren es die ganzen Haustiere in WoW. Ach so, ja. Die halt nichts gebracht haben, außer süß aussehen. Süß aussehen. Süß aussehen. Und dann sammeln, alle 300 Stück. Zweite Frage, immer noch von Stefan Bolze. Welches Spiel hat euch am meisten emotional berührt? Scheiße, wann hätte ich rausschmeißen sollen? bei mir ganz vorne mit dabei, glaube ich, Shadow of the Colossus. Mhm. Und Super Mario World. The fuck? Ja. Nee, ich glaube, Shadow of the Colossus ist schon, das hatte ganz viele emotionale Momente. War super. Auch wenn ich es heute nicht mehr nachvollziehen kann, Max Payne, weil ich es heute spiele, mir kommt das heute viel zu kitschig alles vor. Das erste Mafia, was ich heute, wenn ich spiele, mir auch immer denke, so, naja, so emotional ist das jetzt ja nicht, aber damals schon. Mass Effect 3, da war ich wirklich ziemlich fertig hinterher. Last of Us, Bioshock, Infinite, das war's. Ich habe Metal Gear Solid 4 noch vergessen, das hat mich auch emotional sehr gepackt zum Schluss. Da muss man noch unterscheiden zwischen, wenn man älter ist, emotional gepackt und ist, wenn man jünger, emotional gepackt. Weil älter, hast du recht, so Last of Us und Bioshock Infinite auf jeden Fall, Beyond Two Souls auch noch so ein bisschen. Da warst du jetzt auch nicht viel jünger, Maxi. Nein, ich meine, das war ich älter. Also, die 2 Wochen. Da früher war es halt Zelda, definitiv, Ocarina of Time. Da habe ich ja noch richtig in diese Welt, also so richtig, bist ja richtig so richtig eingetaucht noch. Und die habe ich manchmal auch so irgendwie so tagträumerisch mit rausgenommen. Also die hat mich so emotional irgendwie, allein mit Salia irgendwie so, dass er da geht, weißt du. Das waren ja so nur ganz einfache Sachen, aber so, oh Gott, nein, geh wieder zurück. Ja. Ja, klar, auf jeden Fall. Sowas. Berührt mich aber auch. Also wenn zum Schluss hier die Fee in der Zitadelle der Zeit dann zum Schluss aus dem Fenster fliegt, da drehe ich jedes Mal noch durch und denke mir, boah, das ist so schön. Oder wie oft ich zum Beispiel in Mario 64 diesem kleinen Häschen hinterher gehoppelt bin, weil es so süß war. Süß. Ich wollte es gar nicht einfangen, weil es so süß in dieser Wasser, in diesem Wasserding-Raum so hin und her springt und du musst es ja einfangen. Ja. Das hat mich da auch emotional. Du hast auch geweint damals, glaube ich, oder? Häschen.
Ja, gibt viele emotionale Momente in Videospielen. Wobei ich assoziiere, wenn ich sowas höre, immer automatisch mit so eher so traurige Sachen. So. Genau. Also nicht emotional im Sinne, weil auch, boah, Hammer, ist ja auch eine Emotion, aber für mich ist das dann immer so ein so Herzschmerz und berührt einen total. So, letzte Frage für heute, mit 11 Daumen gekürt von CokeCap19. Frage für Come On. Welches ist die für euch unterschätzteste oder zu Unrecht unbekannteste Serie der letzten Jahre? Anders, welche Serie der letzten Jahre, 2000 bis 2010 bzw. 2010 plus, verdient mehr Aufmerksamkeit? Ich bin nämlich gerade dabei, Arrow zu schauen. Und irgendwie scheint kein Mensch diese geniale Serie zu kennen, was etwas pre-2010-Serien, ja Michi, wir haben die Daumen gesehen, was etwas pre-2010er-Serien betrifft, ist zum Beispiel auch Deadwood eine der genialsten, aber auch unbekanntesten Serien überhaupt. Ich würde mich freuen, mal eure Gedanken dazu zu hören und ob ihr auch einige Schätze parat habt. Der High-Five-YouTube-Kanal. Ups. Also bei Arrow schließe ich mich auch an. Ich fand die Serie jetzt nicht genial, aber ich fand sie auch, hat einen hohen Unterhaltungswert. Aber die läuft ja jetzt eigentlich eher nur in Deutschland unterm Radar. Und ja. In Amerika, da gucken die das America. Schon. Ich habe die noch gar nicht gesehen. Ich bin für Vikings. Finde ich total unterschätzt. Und, aber was heißt unterschätzt? Also heißt unterschätzt, es wird nicht gut geschaut, es gibt keinen Hype um die Serie, es gibt kein Game of Thrones oder was heißt unterschätzt? Es gibt alles, es gibt keinen Hype, es gibt jetzt nicht wirklich viele Leute, die das geschaut haben. Also ich kenne von meinem Freundeskreis auf jeden Fall, schauen das fast alle, aber unabhängig davon, ob ich es geschaut habe oder nicht, weil ich habe mal auf Facebook gesagt, wieso schaut man das eigentlich keiner? Ich finde die Serie genial, ich finde die so cool, die Charaktere sind cool. Hatte für mich irgendwie auch so nach Game of Thrones so ein bisschen dieses Mittelalter-Feeling, aber halt Wikinger-Feeling. Ja. Und ja, ich kenne keine Memes oder nicht irgendwas. Oder diese Serie wird irgendwie, glaube ich, auch nur auf, ich weiß gar nicht, auf welchem Sender sie ausgestrahlt wurde, die erste Season. Geht total unter. Okay. Ich kenne sonst, also ich... Auch jetzt so, wenn wir uns mal über Serien unterhalten, nie über Vikings, auch nicht irgendwie am Mittagessen oder so. Ja. Mir fallen spontan zwei Sachen ein. Das eine ist wahrscheinlich bekannter Warehouse 13, das kennt man hier schon. Mhm. Das ist ganz geil, da geht es um so eine Behörde, die lauter übernatürliche Artefakte sicherstellen sollen. Und diese Artefakte sind dann eben immer das, was berühmten Persönlichkeiten in der Geschichte eigentlich ihre Fähigkeiten gegeben hat. Also zum Beispiel Leonardo da Vinci war halt kein genialer Erfinder, weil das einfach war, sondern weil er, ich weiß gar nicht, was es ist, weil er irgendeine besondere Feder hatte oder sowas. Ich wusste es. Und die werden alle, diese ganzen Gegenstände werden alle in ein so ein unendlich großes Lagerhaus, das irgendwo in der Wüste steht, gebracht. Und es geht dann um diese Agenten, die um die Welt reisen, um diese Sachen einzusammeln. Das ist total witzig, total nett, irgendwie total sympathische Darsteller. Ist aber jetzt nicht ganz so unbekannt, also die ist schon einigermaßen bekannt. Und das andere wäre Sanctuary, was mit der Amanda Tapping in der Hauptrolle ist, die man so aus der Stargate-Serie kennt. Da geht es um eine, also Sanctuary ist halt eine Zuflucht für so komische Monsterviecher und da geht es eben auch um ein Team, das diese Monsterviecher, wenn die irgendwo Probleme machen, fängt die ein und bringt die da vor den, also versteckt die dann da vor der Gesellschaft und die leben dann da alle in diesem Sanctuary irgendwie zusammen und die fängt halt richtig cool an, also es hat irgendwie so als Webserie angefangen, dann haben sie die, glaube ich, beim Sci-Fi Channel was damals übernommen, aber irgendwann, so ich glaube nach der zweiten Staffel oder so, hat die den Zenit überschritten und dann wird es immer nur noch das Gleiche. Die fand ich ziemlich cool, also wie die anfangs so ist, Sanctuary, kann man mal gucken. Ninos Bart ist bestimmt auch nicht natürlich so gut gewachsen, der hat so eine super Unterhose als... Ja, natürlich eine super Unterhose. Und deswegen, ja, jeder sollte Da Vinci mit seiner Superfeder. Wie kommst du jetzt ausgerechnet auf Superunterhose? Irgendwas, was du musst da mit dir tragen, oder? So ist es mit dem Artefakt. Du siehst sie gerade da liegen, das könnt ihr zu Hause nicht sehen. Weil ich, wie gesagt, die Superunterhose. Die Going Commando. Die Bartunterhose. Ja. Ja. Nee, mir fällt eigentlich gerade gar nichts. Ich habe jetzt auch gerade so überlegt, so anime-mäßig. Klar, da gibt es natürlich auch viele Serien, die so ein bisschen unterm Radar laufen. Aber in Japan sind die mehr oder weniger schon alle relativ erfolgreich. Natürlich dann nicht alle, ist halt jetzt irgendwie... Alle Serien sind so erfolgreich wie jetzt zurzeit gerade Attack on Titan oder halt so Dauerbrenner wie One Piece. Aber klar, viele sind dann in Deutschland insofern nicht so erfolgreich, weil sie auch von den Publishern erst gar nicht lizenziert werden. Also die gucken natürlich auch, was brennt da gerade in Japan total, also was funktioniert da richtig gut. Und diese vermeintlich kleineren sind, weil selbst die richtigen Hits werden jetzt in Deutschland nicht wirklich super gut verkauft. Und deswegen strecken dann die hiesigen Publisher jetzt nicht unbedingt die Fühler nach den Insidern aus, weil sie sich dann halt auch fragen...
ja gut, wie viel verkaufen wir denn davon? Hm, da wird es jetzt 3-4 Liebhaber geben, die sagen, oh, das ist ja cool, dass ihr jetzt die Serie hier bei uns in die Regale stellt. Die kennt ja selbst in Japan kaum jemand. Aber ist gerade noch was eingefallen. Ich weiß nicht, ob das wirklich als Serie gilt, aber das ist eher so eine Kurzfilmsammlung namens Black Mirror. Kennt ihr das? Nee. Das ist von Charlie Brooker, also der so ein britischer, was macht denn der, so Kabarettist und lustiger Mensch. Und der macht aber eine Sammlung von Kurzfilmen, die Idee haben, was passiert, wenn die Technologie, die wir jetzt haben, in der Zukunft alles nur noch schlimmer macht. Und das sind immer so einzelne Filme, ich glaube immer eine Stunde dauert eine Folge, die sind alle in sich abgeschlossen. Black Mirror, also der schwarze Spiegel halt. Oh, Mirror. Und also zum Beispiel das Beispiel, was wäre, wenn es in der Zukunft so ist, dass, so wie wir heute unsere Smartphones haben, jeder im Auge eine Kamera hat, die alles abspeichern kann, alles. Das war immer. Eh schon geplant. Ja, aber dass du eben immer auch sofort Zugriff drauf hast. Was macht es so aus einem Beziehungsleben, wenn du mehr oder weniger, du kannst nicht mehr lügen oder kannst nicht mehr sagen, das haben wir doch damals besprochen oder so. Okay, Wunderpunkt. Schon blöd für euch, ne? Schon blöd für euch, ne? Ja, oder auch so in einem Vorstellungsgespräch, wie man sich wahnsinnig macht, wenn man ein Vorstellungsgespräch hat und hinterher rausgeht und sich dann im Taxi nach Hause die ganzen Reaktionen von den Leuten in dem Vorstellungsgespräch nochmal anschaut. Oh Gott, das hat der da irgendwie gezwinkert und hier da blöd geguckt, das ist bestimmt voll die Hölle. Und so nach dem Schema, also da gibt's, oder eine ist zum Beispiel, da stirbt der Ehemann und dann gibt es so einen neuen Dienst, der aus allen Aktivitäten, die der jemals im Internet gemacht hat, alle Social-Media-Spuren, eine künstliche Intelligenz programmieren, die dann mit den Hinterbliebenen in Kontakt tritt. Und dann schreibt diese KI am Anfang nur E-Mails, also an die Ehefrau, weil die halt mit der Trauer nicht zurechtkommt. Und am Anfang also ist es nur eine E-Mail und dann kann sie halt immer mehr bezahlen, um diese KI immer leistungsfähiger zu machen. Und das Ende vom Lied ist halt dann, dass der dann auch als so Roboter wieder zurückkommt. Und die sind so cool geschrieben, so spannende Sachen. Also so The Black Mirror gibt es 2 Staffeln von, also mit dann drei Filme oder so. Cool. Richtig, richtig cool. Kennst du Forever? Nee, Forever? Forever and ever. Ever, ever. Ever. Ach, das ist auch mit diesen blonden Robotern, das ist eine skandinavische Serie? Nein. Nee, Michi, das war was ganz anderes. Er hat einen sehr bekannten Schauspieler, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Es geht darum, dass er nicht stirbt. Also Steven Seagal. Nee. Ach, die kann sein, dass sie gerade erst angelaufen ist jetzt? Ja, die ist richtig gut. Okay. Total verkannt. Nee, die ist echt gut. Also so ein Typ, der kann nicht sterben und immer wenn er stirbt, wacht er irgendwie in dem, ich wollte gerade Hudson River auf, da in New York. Du meinst Bill Murray aus das Murmeltier. Und dann kommt er da raus und versucht halt rauszufinden, wie er sich selbst irgendwie auch, also wie er das halt beenden kann. Mhm. Ist so eine Krimiserie so ein bisschen, weil er dann zusammen mit der Polizei kommt und weil er nämlich so super schlau kombinieren kann wie Sherlock immer, weil er natürlich schon 200 Jahre, keine Ahnung wie lange, lebt und alles weiß und alles mitbekommen hat. Ich freue mich jetzt auf die nächste Sherlock-Staffel. Ja. Kommt die nächstes Jahr. Ja. Aber ich brauche mir gar keine Gedanken über Serien machen, die ich möglicherweise verpasse, weil sie vielleicht gut sind, weil ich komme noch nicht mal dazu, sämtliche Serien zu gucken, die definitiv gut sind. Also selbst da habe ich noch so viele Sachen, die ich halt gern gucken würde. Es ist halt so viel, das Angebot ist so groß, es gibt so viele Sachen. Also ich kann mir da echt nur noch so, ähnlich wie bei den Spielen auch, echt nur noch so diese Leuchttürme raus oder halt die Spiele, wo ich weiß, auf die habe ich jetzt Bock. So die Kracher, die man halt spielen sollte, wenn man sich in der Branche beruflich bewegt, dass man da ein bisschen mitquatschen kann. Zum Beispiel Disney Infinity. Zum Beispiel, ja, ein beeindruckendes Spiel. Oder halt die Sachen, auf die ich dann halt Bock habe. So, liebe Kinder, ich moderiere jetzt ab in deine Richtung, Maxi. Das war's von... Ich irritiere dich mal. Come on. Ja? Ich habe tatsächlich meinen Text vergessen. Weil ich dich irritiere, ne? Moment, mach es einfach so. Das hätte ich auch schon mal früher drauf genommen. So. Ist es gut? Ja, wie ist die Geste? Ist doch bestimmt super, oder? Super. Ja. Also, morgen Community Party bei High Five. Das Studio wird brennen, wir freuen uns drauf. Es wird auch, glaube ich, mitgefilmt, habe ich mir sagen lassen. Es wird auch mitgefilmt. Ja. Und was ist mein Kostüm hinten auf? Ich bin so enttäuscht, dass das von Kostüm was? Von hinten nicht, dass es nicht noch weitergeht. Die haben da einfach gespart. Sie haben einfach aufgehört. Hinten ist es nämlich Batman. Das ist so ein Wendekostüm. Sieht halt aus wie so eine Arbeiter-Overwall von hinten. Na, man kann nicht alles blau. Haben. Da muss ja echt diese rote Spinne sein. Jetzt mal erst. Das wird toll, freuen wir uns drauf. Heute in einer Woche wieder Come On mit 9 Fragen. Und vielleicht der Antwort auf die Frage, ist Mayonnaise tatsächlich ein Instrument?
Wir werden dann nochmal in uns gehen. In diesem Sinne, gute Nacht wünschen, Captain America, Spider-Woman und ich. Macht's gut, Leute. Peace. Ich habe hier wenn auch so eine. In Schwabing Obdachlose verprügeln. Ja. Was ist eigentlich bin los? Ich dabei. Halloween. Ist heute schon Halloween? Nee. Nee, diese Woche. Aber diese Woche. Genau, toll. 31. ist Samstag. Freitag. Freitag. Und deshalb war Disney so unglaublich aufmerksam und hat uns einfach Superheldenkostüme geschickt. Yeah. Was wir super cool finden. Das passt ja auch sehr gut, denn wir haben ja morgen unser großes Community 200.000 Abo Special Event. Ah, oh, das wird super. Im High Five Studio mit Kostümen, ja. Mit gegenseitig anfassen, mit Fotos machen. Wait a second. Und Studiotour und alles. Genau. Super. Das heißt, wir haben dann schon mal unsere Kostüme. Ich habe übrigens nichts drunter. Ich hab, aber ich ziehe morgen was anderes an. Gut. Wollte ich nur sagen. Und zieh das nie wieder aus. Ja. Da, da. Und um das noch ganz kurz abzuschließen, Disney hat nicht nur uns was geschickt, sie haben auch euch was geschickt. Das ist ja. Geil. Und zwar das brandneue Disney Infinity 2.0. Und zwar, das ist ja jetzt mit Superhelden. Richtig. Also passend zu unseren Kostümen. Ja, und am coolsten ist der Groot nämlich, da vorne. Ja? Der Groot. Ja, wen gibt's denn hier noch alles? Also hier sind ja schon einige dabei. Also Thor ist dabei, Iron Man ist dabei, Black Widow ist dabei, Drax ist hier. Dann ich finde aber, ich finde von allen sieht er gut. Komm mal, was ist denn? Da wird in die andere Richtung reingequatscht. Come on! Laufen wir hallo, schon. Jetzt quatscht ihr mir zum zweiten Mal in die Anmoderation rein. Aber Nino, wenn die Kamera jetzt schon läuft, wir konnten uns alle gar nicht mehr umziehen. Jetzt alles weiß, so dumm schon wieder. Jetzt weiß doch vielleicht jeder, wer hinter Captain America steht. Amerika! Ja. Ich darf heute übrigens nicht in die Kamera gucken, wurde mir gesagt gerade eben noch. Weil ich an meinem Spider-Man-Suit. Was heißt denn hier Muskel? Das ist alles echt. Das ist alles Muskel. Da ist ein Hauch von nichts trage ich drüber. Drunter, ja. Nein, aber ich kann hier ran nicht mein Mikro vernünftig befestigen. Mich hat dieser Wicht von Medienproduzent gesagt, dass Kapitän Amerika, ich darf mich nicht bewegen und ich darf nicht atmen, weil hier alles ja, raschelt. Alles und wenn ich mich jetzt zur Kamera drehen würde, versteht man mich nicht mehr. Also ich darf mich zur Kamera drehen. Darf aber nicht sprechen dabei. Deswegen gab es ja die Anmoderation in Richtung Michi. Der ist völlig bescheuert. Wer ist dieser Michi? Boah, ey, das ist die Maske mehr. Ah, find's aber sehr konsequent, dass du direkt die. Ich habe ja. Ich muss ja hier lang reden. Ich habe ja die Maske noch nicht an. Das sieht am besten aus. Also Rocket Raccoon. Genau, der Raccoon. Also es sind die Avengers und die Guardians. Es sind die Avengers und die Guardians. Danke, Michi. nur dich sehe ich hier nirgends, Michi. Ja, aber du bist auf der Verpackung. Wie? Und ich bin da gar nicht drin. Du bist auf der Verpackung. Warte mal, aber innen drin? Hier ist ein Häkchen. Nee. Ja, da muss ich wohl mitkommen. Dich kann man zählen. Also, es gibt. Wir schicken Michi. Schade. Und Michi, das ganze Set. Michi gehört dazu. Genau. Also, gibt's einmal zu gewinnen für die Xbox 360 mit den ganzen Figürchen, allem drum und dran, damit ihr auch was zum Zocken habt an Halloween. Schreibt uns einfach eine Nachricht auf facebook.com/highfivetv. Im besten Fall. Mit Adresse. Mit eurer Adresse. Und dann wird der Zufall entscheiden. Geil ist, du bist den Rest der Woche halt kaputt, weil du die ganze Zeit hier voll den Halt und geht schon mein Nacken unglaublich weh. Ja. Oh, First World Superheroes Programs. Ja. Was passiert diese Woche hier noch? Hier passiert, Kanal? Stimmt, wir kommen zur Wochenvorschau. Morgen die besten Buchstaben mit F. Ja. Ne, ist S gesagt. Schon dran? A, B, C, D, ne, E. Wir überspringen einfach Ach, scheiß auf E, wir machen weiter mit F. Schon mit E. Nein, wir fangen mit E. Fangen wir an. Genau, E. Und danach? Genau, Mittwoch? Also die besten Spiele mit E. Und vielleicht kann man hier schon mal dazu sagen, dass wir im Moment überlegen, an AAA noch so eine Art Community-Action des Anime-Formats. Nee, es war bei Kotaku tatsächlich. Nicht also, Minotaku, sondern Kotaku. Okay. Die haben ja fett nachgemacht, ey. Wir nehmen dich jetzt als Quelle. Oh, nee, Witz, das wäre super. Das wäre endgeil. Also viel Anime, Manga, J-Games-Kram. Mittwoch am Donnerstag, Fab Five-Tag. Richtig, da gibt es einen Horrorverfall vom Horror-Specialist Florian Heider. Yes! Und am Freitag? The News. Gibt es die News. Die News, aber keine Horror-News. Vielleicht nicht, ich weiß nicht, was alles so vielleicht passiert. Vielleicht passiert was. Vielleicht passiert was, ja. Mhm.
Florian Heider hat übrigens auch ein tolles Kostüm bekommen. Ja. Thor. Oder wie der Amerikaner sagt, Thor. Thor. Der ist aber heute nicht Thor. Da, weil er natürlich die Pilotfilme von seinen beiden neuen Formaten dreht. Ja. Zum einen das lustige Männer- und Frauen-Quiz Heidi Heider. Ja. Mit Florian Heider. Und die Serie, in der Florian mit seinem sprechenden Auto zusammen Verbrechen löst, Night Heider. Beides demnächst auf diesem Kanal. Hast du den jetzt ausgedacht? Oder? Ja, vielleicht. Den hat den möglicherweise die waren beide zurechtgelegt. Ja. Mein lieber Mann. Ich super. Night Heider ist aber spitzenklasse. Night Heider wird super. Ja, vor allem, das gäbe es noch, man könnte das so viel machen. Night Heider. Ja. Heidi Heider ist aber auch aus, Budgetgründen hat er aber kein sprechendes Auto, sondern nur einen sprechenden anzuschließen, weil es ist ja nun mal so, es wird extrem viel diskutiert unter den AAA-Videos, natürlich. Es ist ja auch schier unmöglich, sich für drei Spiele mit dem jeweiligen Buchstaben zu entscheiden, zumindest bei den meisten Buchstaben. Bei X war es ein bisschen einfacher oder bei Y, glaube ich, auch. So, deswegen wird da jetzt extrem diskutiert. Bei D zum Beispiel, Dragon Age, wurde da ganz heiß gehandelt mehrfach Dark Souls erwähnt. Auch. Dark Souls. Deswegen sind wir gerade am Überlegen, ob es vielleicht im Anschluss an die letzte AAA-Folge dann so eine Art Community-Abstimmung noch geben wird. Also, dass die Community ihre besten Spiele von A bis Z kürt. Also, das überlegen wir gerade. Lasst euch da mal überraschen. Ist der Gag immer noch witzig? Ja? Das ist gut. Super. Also, viermal geht er noch. Viermal geht er noch. Ja. Aber am Dienstag, also morgen, gibt es dann erst einen Buchstabe E. Genau. Was sind da dabei? Dürfen wir das schon verraten? Nee, der fragt mal gar nichts. Gut. Und am Mittwoch Ninotaku mit, ja, es sind so viele Themen immer, ich weiß immer alles gar nicht mehr. Vor allem, manchmal produzierst du ja auch noch vor. Ja, es gibt auf jeden Fall Gaming-Themen, sind diesmal mit dabei. Oh, das weiß ich sogar wahrscheinlich eins. Echt was? Sword Art Online? War letzte Woche. Lost Song meinst du oder was, das neue? Ja, das habe ich aber ja. Echt, okay. Das gibt's da schon wieder News dazu? Ich hatte irgendwie gestern was gelesen. Hast du gesehen bei Ninotaku wahrscheinlich. Ein Eindruck.